In diesem Workshop kombinieren wir eine Giraffe mit einem Frosch. Das Endprodukt könnte dann etwa so aussehen. Die Materialien für diesen Workshop habe ich schon auf meinen Schreibtisch geladen. Ich öffne sie in Pixlr über diesen Dialog und ich wähle gleich beide miteinander aus. Über Open werden die beiden Dateien geöffnet. Zunächst müssen wir die Giraffe kopieren und ins Bild des Frosches einfügen, über Bearbeiten alles auswählen, wird das ganze Bild der Giraffe ausgewählt und über Bearbeiten kopieren oder Ctrl-C wird es kopiert und kann anschließend über Bearbeiten einfügen oder eben Ctrl-V in dieses Bild eingesetzt werden. Um diese Giraffe von ihrem Hintergrund zu befreien, verwenden wir den Zauberstab. Hier ist es nun sehr einfach, weil der Hintergrund einfarbig ist. Der Zauberstab erkennt einfach die gleiche Farbe oder wählt die gleiche Farbe aus oder sehr ähnliche Farbe. Die Toleranz kannst du hier einstellen. Wenn zu wenig mitkommt, dann kannst du die Toleranz etwas erhöhen. Zu viel bringt allerdings nichts, denn da wird dann möglicherweise noch ein Teil des Felles auch ausgewählt. Anti-Alias bedeutet, dass die Auswahl geglättet wird, dass also so ein bisschen eine abgerundete Auswahl erstellt wird. Durchgehend heißt, dass nur Ebenen, die zusammengehören, erfasst werden und Glanzlichter im Auge zum Beispiel ignoriert werden. Mit der Löschtaste wird dieser Hintergrund freigestellt und über Bearbeiten Auswahl aufheben, haben wir jetzt wieder einen Blick auf den Giraffenkopf. Den verschieben wir und verkleinern ihn gleichzeitig über Bearbeiten frei transformieren. Kannst du das Bild verschieben und indem du die Anfasser gedrückt hältst, kannst du mit der gedrückten Umschalttaste die Größe verändern. Die Umschalttaste deshalb gedrückt werden lassen, dass sie nicht verzerrt wird, die Auswahl, und kannst es hier an den richtigen Ort verschieben, vielleicht etwa so. Übrigens ließe sich hier das Bild, wenn du ein bisschen außerhalb der Auswahl bist, noch drehen, vielleicht etwa so. Mit der Enter-Taste wird das Bild an die entsprechende Stelle fixiert. Bevor wir nun uns da um diesen Übergang kümmern, der noch sehr unschön ist, passen wir den Giraffenkopf farblich noch etwas an, über Anpassungen, Color Balance, kannst du die verschiedenen Farbtöne noch anpassen. Wir gehen stärker ins Rot, stärker ins Grün und gehen dafür beim Blau ins Minus, damit wir eben so einen starken Gelbstich bekommen, vielleicht etwa so. Entsprechend müssen wir nun auch noch den Kontrast anpassen. Das kann man über Helligkeit Kontrast machen einerseits, indem wir den Kontrast erhöhen, die Helligkeit vielleicht etwas abdunkeln. Fast mehr Kontrolle hat man über die sogenannte Gradationskurve. Hier wird eingestellt, wie der Kontrastverlauf angepasst wird, indem du hier unten an diesem Anfasser nach rechts ziehst, werden die Schwarztöne verstärkt. Es wird also viel dunkler. Falls das ganze Bild dadurch aber zu dunkel wird, kannst du es hier, indem du an der Kurve nach oben ziehst, wieder leicht aufhellen. Vielleicht etwa so. Ja, jetzt ist es schon recht hübsch. Wenn wir etwas näher gehen, so siehst du, dass es da am
Übergang doch noch einiges zu tun gibt. Hierfür verwenden wir nun eine sogenannte Maske. Wir umfahren den Giraffenkopf mal großzügig mit dem Lasso und klicken hier auf dieses Maskensymbol. Du siehst, es ist ein weiteres Rechteck neben unserer Giraffenebene erschienen und hier hat es einen farbigen Fleck drin. Überall, wo es farbig ist, sieht man diese Ebene, überall, wo es weiß ist, ist diese Ebene durchsichtig. Wenn ich jetzt also mit dem Radiergummi-Werkzeug, das ich hier nun sehr weich mache, vielleicht etwa 150, in dieser Maske herummale, so siehst du, wird ein ganz weicher Übergang geschaffen. Falls ich mal ausrutsche, wie hier, ist es überhaupt kein Problem. Dann kannst du mit dem Pinselwerkzeug, das ich ebenso weich wieder mache, alle Farbtöne wieder zurückholen. Das sieht dann so aus. Mit derselben Technik kannst du auch noch die Ränder etwas nachbessern. Wiederum das Radiergummi-Werkzeug, nun aber viel kleiner. Vielleicht etwa 15 oder so und ich gehe viel näher ran. Du siehst, hier ist es ein bisschen holprig da, dieser Rand. Den kannst du jetzt sehr fein noch mit einer leichten Unschärfe etwas harmonischer gestalten. Ebenso bei diesen Hörnchen da oben. Übrigens ist ein guter Trick, gerade so bei Fell- und Haarstrukturen, dass man da die Pinselform ändert, zum Beispiel so etwas Sternförmiges oder so, und das dafür aber wesentlich kleiner macht. Und du siehst, wenn ich jetzt hier reinklicke, dann werden so wie Haarstrukturen rausgestanzt und das wirkt dann viel natürlicher. Ja, ich kann jetzt im Moment nicht groß in die Details gehen, die Detailarbeit überlasse ich dir. Etwas stört mich im Moment noch, hier ist die Beleuchtung halt ein bisschen ungünstig, die Giraffe sollte unten beim Kinn etwas stärker verdunkelt werden, das ist kein Problem mit dem Nachbelichtungswerkzeug, das ist dieses hier und der entsprechenden Größe, vielleicht etwa 100. Ich muss natürlich wieder in den Kopf der Giraffe hineinklicken, damit auch nicht, damit nicht die Maske, sondern wirklich die Giraffe bearbeitet wird, kannst du hier ganz schön einen Schatten reinbringen und es wirkt dann sehr viel plastischer, wie du siehst. Ja, auch die Schnauze noch etwas, als ob das Licht dann von oben auf das Gesicht der Giraffe fallen würde. Und das wirkt jetzt doch recht dreidimensional. Gut, und damit sind wir fertig.